Willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Wir haben die Blauen. Das Netz. Klar, das Netz. Dank ihrer Täuschungsfähigkeit könnt ihr eure Blauen an den Wachen vorbeiführen. Solange sie sich bewegen, werden sie nicht entdeckt. Ich habe Schiss. Also wir haben das Nest noch nicht. Aber warum spüren die Läuterer denn nicht die Blauen? Wow, wow, wow. Nein! 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 Nein, 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 nein. Verdammte Hacke. Warum ist das nur geschehen? Ich hätte weitergehen sollen. Toll, die können sich ja jetzt nicht mehr bewegen. Erwacht aus eurem Liebestaumel, ihr Verdammten. Jetzt reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Okay. Macht das überhaupt genug Schaden? Okay, es scheint nicht gerade schwach zu sein. Das ist gut. Dann werde ich euch jetzt damit vernichten. Die reagieren überhaupt nicht mehr drauf. Ist die KI im Arsch? Naja, fragen wir mal anders. War die KI jemals heile? War noch nie ganz richtig im Kopf. Naja. Und weg. Verdammte Axt nochmal. So. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Logisch, oder? Ha! Wenigstens ein paar habe ich noch erledigt. Okay. Nein. Nein. Wieso kann ich die jetzt zum Beispiel nicht mehr steuern? Ist egal, ob ich jetzt beide Tasten drücke, es funktioniert nicht. Das ist scheiße. Das ist unnötig, unnötig kompliziert. Okay, so. Und jetzt können wir hier durch. Ziemlich leichte Rätsel bis jetzt. Keine, wo man länger überlegen muss. Das ist ein Nest. Kann ich das auch noch irgendwie aufmachen? Wahrscheinlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm mir nicht zu nah. Wie viele sind das? Zwei. Was habe ich damit jetzt geöffnet? Ich weiß es ja nicht. Es gibt hier zu viele Türen. Ja, greif ruhig die Blauen an. Die beleben sich eh wieder. Okay, wie viele sind das noch? Zwei. Euch klopp ich weg, los. Los, Blaue. Lenkt sie ab. Sie sind so todesmutig. Die guten blauen Schergen. Ich habe übrigens erfahren, dass die blauen Schergen kein Reittier bekommen. Irgendwer von euch hat mir das mal geschrieben. Das finde ich sehr schade, warum nicht? Gibt's doch gar keinen Grund für, oder? Das ist doch voll ungerecht. Vielleicht irgendwie so ein Delfin oder so hätten sie doch kriegen können. Keine Ahnung. Na, jedenfalls haben wir es jetzt geschafft. Tada! Neuer Befehl! Das Ding zieht um!
Nein! Ja, folgt dem Nest! Los, los, los! Leertaste, ups. Neuer Befehl, das Ding zieht um. Wie stumpf ist das denn bitte? Warte! Verfluchtes Mistkind! Ups. Hä? Wie dumm ist das denn? Moment. Ey! So. Jetzt muss ein Scherge da bleiben. Moment. Nein, du musst... Nein. Hä? Hallo? Und tschüss. Ah! Hat auch so funktioniert. Hoffentlich habe ich die jetzt noch alle. Und die fünf bleiben dann nicht zurück, oder wie viele das waren. Das wäre fatal. Okay. Wo bin ich hier? Sieht aus wie das Haus von irgendeinem fetten Sack. Warum ich fett sage? Naja, die meisten sind hier fett. Das fällt auf. Ich nehme mal an, dass es nicht das Haus des Endbosses, denn ich muss noch in die Ödnis. Und ich muss noch zum letzten Heiligtum. Also, das kann nicht das Ende sein. Außerdem muss ich mir noch eine neue Rüstung schmieden. Und neue Waffen. Es kann doch nicht enden. Ups. Ist ganz aus Versehen passiert. Ich frag mich, warum überall immer Kisten rumstehen. Was ist der Sinn des Ganzen? Ah. Die Blauen sind wirklich keine Kämpfer. %. Das geht noch. Aber die Blauen sind bei mir ja auch noch Stufe 1. Der Rest ist schon höher. Da ist die Arena. Ui. Och, ich vermisse es wirklich, mir die Spiele anzusehen. Aber sie ist leer. Keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass es dort genügend blasierte, arrogante Harpien gibt, die dich gut vertreten. Immer dieser Zickenterror. Könnt euch nicht vertragen. Ich will übrigens klarstellen, dass ich im wahren Leben nicht der Typ bin, der sich frei zwei Frauen anlacht. Oder auch drei. Das ist nur, weil das ein Spiel ist. Dafür sind Spiele ja da, dass man Dinge erleben kann, die man im wahren Leben nicht erleben kann. Ja. Also ist das die Arena hier. Wahrscheinlich werden wir gegen allerlei Zeugs kämpfen, oder? Dieser Bereich scheint auch nicht vom Anti-Magie-Schild geschützt zu werden. Das Nest wird vorbereitet. Das ist Marius. In den Kessel, großer Kaiser Solarius. Zeit für eure tägliche, Stärkung. Was? Keine Was geht denn da ab? Sorge. Ich kümmere mich um den Rest. Ich dachte, die sind gegen Magie. Ah, unser Ehrengast ist da. Ich wusste, du folgst dem Nest. Wachen! Aktiviert den Schild und umzingelt ihn! Meister! Empfangsstörung! Du wirst ein großartiger Eröffnungsakt für die Spiele! Na toll! Na toll, jetzt werde ich auch noch verarscht! Jetzt bin ich in der Arena gelandet. Das könnte allerdings vielleicht ganz lustig werden. Ah, ja.
Ah ja, Moment. So, nein, das ist nicht gut. Ich rette euch jetzt, wer immer ihr seid. Ah, okay. Ups. Kommt mit. Kommt mit, Soldaten. Wie sollen die Feinde angreifen? Im nächsten Video mehr.